Als Stamm auszubauen lohnt sich nicht, finde ich auch. Indischer Startpunkt ist anders. Ist das so, hier drüben? Ja, ich glaube, wir haben mal nachgeschaut. Das waren eher auch so Unabhängige. Weil die jetzt schon etwas größer sind. Das waren ein bisschen kleiner. Das war vielleicht aber auch der andere Startzeitpunkt. Der Seldschuk ist schon mächtig groß hier. Sollte mal der Papst drüber fahren und irgendwie nach Syrien gehen oder so. Gut. So, wir haben ein bisschen so komische Flecken hier drinnen. Das sind jetzt die Kriege, die derzeit geführt werden, offenbar. Soll uns aber erstmal nicht weiter stören. Wir müssen jetzt weiter die Grafschaft machen. Wir haben erst hier noch nicht... Also, es ist viel zu wenig Prestige. Wir haben viel zu wenig Prestige. Wir könnten noch ein Festmahl machen. Das kostet uns 200 Gold. Wir können noch Leute verkaufen. Oh Gott, für 10 Gold. Wir machen noch ein Fest, Leute. Fest oder Jagd? Bei der Jagd gibt es halt mehr Prestige und ist ein bisschen günstiger. Wir machen lieber die Jagd. Es fehlt noch so viel Prestige jetzt. So, 5 Monate für dich. Gerade als mein Alamar absitzen wollte, ein Bein noch im Steigbügel, muss mein bösartiger Vasall, der Jahav, natürlich das Pferd anrempeln und der Hans stolpert quer durch das Lager. Der Hans, der ist 60 Jahre alt. Jetzt wird der hier durchs Lager gestolpert. Scheich Jahav soll mal den Gürtel schmecken lassen. Also aufgrund seiner Frisur hätte er das auf alle Fälle schon mal verdient. Und vom Schnauzbart will ich gar nicht zu reden beginnen. Das sieht aus wie ein 60er Jahre Pornostar, Leute. Also, das ist ja da eigentlich gleich mal rüber ab hier. Er würde Meinung verlieren, bei ihm ist eh schon alles verloren jetzt hier. Minus 71. Beim Hans lohnt sich nicht mehr wirklich zu investieren. Hans wird wahrscheinlich noch so 5 Jahre in, leben, denke ich mal. Würde ihn ja schon ganz gern den Gürtel schmecken lassen jetzt hier. Komm, wir geben ihm mal den Gürtel, dem Jahav. Ich stelle mir das nur gerade bildlich vor, wie wir, als, wie alt sind wir, 26-Jähriger, einen 25-Jährigen übers Knie legen und verprügeln. So, oh, wir können, was, ein tiefer Atemzug, Scheich Jahav. Mein verhasster Vasall kriecht vor mir durch das Dickicht, voll konzentriert auf die Beute vor uns und nichts von meiner Gegenwart ahnend. Zu schade, dass ich ihn nicht gesehen habe. Im Tooltip steht nur Surr. Wir könnten ihn quasi anschießen jetzt oder wahrscheinlich sogar töten, könnte ich mir vorstellen. Oder Frömmigkeit. Komm, wir machen das mal. Es gibt hier weniger Anspannungspunkte. Wir haben jetzt aktuell gar keine. Wir probieren es mal. Surr. Ist er tot? Haben wir daneben geschossen? Was ist los? Sultan Fat, seid ihr das? Scheich Jahav schaut vom Bogen in meine Hand zum Pfeil im Boden und dann zur Beute, die jetzt im Dickicht verschwindet. Ha, wie ich sehe, habt ihr nach wie vor so eure Probleme beim Zielen, mein Fürst. Verdammt, wir haben leider nichts getroffen. Hab jetzt 150 Prestige auch noch verloren. Und wir halten wieder 150 Prestige. Ah, Mann. Wir haben nichts gewonnen jetzt. Außer natürlich hier unten die 150, aber hier oben leider nichts. Hallo, Wettermann. Ich mache andauernd lange Pausen. Ja, ich muss ja auch entscheiden. Ich kann ja nicht einfach hier laufen lassen, ohne dann irgendwie zu entscheiden, Leute. Da, wenn er bei mir zuguckt, da müsst ihr euch damit abfinden. Manche lassen das Spiel so auf 2 oder 3 laufen und machen dann die Entscheidungen so zwischendurch. Ich mache das immer auf 4 und ich drücke dann immer die Pause zum Entscheiden. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich weiß, dass die Uhr weiter tickt. Ich weiß nicht wieso. Es ist einfach so.
So. Gibt es noch das Kastrierungsevent beim Arzt? Habe ich bisher noch nicht gesehen. Nur halt Arm oder Bein ab. Wir haben den Krieg hier drüben. Er fordert uns zum Krieg gegen Sancho, der Starke von Kastilien, wegen Eroberung der Grafschaft von Castello Branco. Hier unten. Ja, ja, wir machen mal mit. Wisst ihr was? Wir könnten eigentlich mitmachen, weil wir hier dann auch noch Prestige bekommen. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Und wir haben genügend Truppen. Und wir haben genügend Truppen, dass wir ihm die Stirn bieten können. Und auch wenn er dann natürlich ein bisschen stärker wird, das macht gar nichts. Kultur ist durch. Das macht gar nichts. Wir gehen jetzt erstmal zum Belagern. Hier hoch. Ich denke mal, dass wir durch Belagern ein bisschen mehr Prestigepunkte bekommen können. Wir bekommen ja immer nur sehr wenig. Aber 50 Punkte sind 50 Punkte zum Beispiel. Ne? So, dann einmal noch beeinflusst. Sehr gut, 87%. Wir werden nochmal die Kultur fördern. Und zwar, hier unten ist schon alles gut. Und zwar in Navarra. Ich will mich hier oben kulturell abgrenzen zu Frankreich. Oh, ist das neu hier? Ja, wobei, das ja, kann neu sein, aber auch nicht. Hey Phil, dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank. In CK2 war ja eine Behandlung, dass man betäubt wird und dann als Eunuch aufwacht. Ja, und da gab es aber auch viel mehr Optionen noch durch den DLC dann. Durch den Krankheits-DLC, wie ihm nachläuft. Und das gibt es jetzt hier in Crusader Kings 3 leider noch nicht so. Wir gucken gleich mal die Kriegsbeteiligung an, die wir jetzt hier haben durch eine Belagerung. Prozent. Er hat eine Schlacht geschlagen, zwar nur eine kleine, aber wir haben jetzt 100% jetzt bekommen. Ne? Das heißt, wir gehen gleich mal dann hier hoch, sobald er fertig ist. Er stellt sich hier die Füße im Bauch, ist hier unten noch, der hatte, irgendwo hat er noch Truppen. Aber die sind offenbar schon da, sind sie. Belagert er hier nochmal, ist okay. So, jetzt geht ihr hier hoch. Hat er nämlich schon 45. Oh, wir bekommen sogar noch ein bisschen Gold durch die Belagerungen, sehr schön. Wir können nochmal für 50... Oh, wir haben den König Sancho. Den würde ich aber gerne jetzt verkaufen, weil wir sowieso gewinnen. Auch wenn wir dadurch wieder den Kriegsstand senken werden, oder? Nö, hat gar nichts getan. 50 Gold für uns für den König Sancho. Ah, der Fernando ist leider nicht beeinflusst. Sehr schade. Dann müssen wir mal schauen, ob wir uns eventuell... Ja, es wird jetzt schon knapp mit den monatlichen Einnahmen. Ich würde mal so 1, 2 Gold minus ist okay. Da kannst du aus den entsprechenden... aus der entsprechenden Staatskasse noch ein bisschen dann zehren, wenn du im Krieg bist. Aber mehr würde ich da nicht mehr machen. Ein bisschen mehr Versorgungskapazität ist okay. Er ist gleich hier unten durch. 63, wir sind hier oben durch. Eine zwielichtige Unterredung. Es geht um
Ah, schon wieder um den Hans. Also der Hans ist einer der Knotenpunkte, um den sich unser ganzes Reich dreht, habe ich das Gefühl. Der Hans taucht überall auf. Aber hier ist es offenbar so, dass hier was gegen den Hans gemacht werden soll. Und da müssen wir natürlich intervenieren hier. Wir werden den Hans warnen. Sehe ich das richtig? 50 Punkte, 34. Wir haben sowieso keine Chance, dass wir da irgendwie was herausbekommen. Oh, wir könnten nochmal foltern. Wir bräuchten ein paar neue Punkte. 82%, dass wir das Thema der Unterhaltung erfahren. Auf die Steckbank. Sehr schön. Der Hans ist eine Hexe. Ich fasse es nicht. Jetzt ist der Hans, der bayerische Hans ist eine Hexe. Was machen wir denn da jetzt? Mit dem Hans. Wir werden ihn natürlich erpressen. Und werden mit dir... Was machen wir denn mit dem Druckmittel jetzt noch? Der stirbt ja jetzt dann demnächst. Wir können leider kein Gold erpressen. Wir könnten ihm einen Vasallen entziehen. Der Hans hat 4 Vasallen. Zwar hier oben. Wir könnten ihm einen abnehmen. Er hat Kastilien. Wir könnten ihm den hier oben abnehmen, wenn ich das richtig sehe. Weil der nicht zu seinem Gebiet gehört. Achso, nee, Moment, der hat ja die hier unten. Hier oben hat er die gar nicht. Der Hexenhans. Ich hoffe, die DLC kommen bald, nur Expansion ist irgendwie auf Dauer öde. Im Spiel meinst du die Expansion? Ja, genau. Ja. Aber wahrscheinlich kannst du da noch irgendwie 2-3 Monate locker warten. Bis da irgendwann mal was kommt jetzt. Erstmal müssen so noch die nächsten Bugfixes und so weiter kommen. Und dann, ja. Ja, also ich kann das Druckmittel, ich habe nichts, wofür ich das jetzt einsetzen könnte. Wir könnten, aber das klappt nicht mehr in der Zeit jetzt natürlich. Wir könnten natürlich wechseln, kurzfristig. Auf, hier, auf habgierig. Dass wir uns das noch holen. Ich würde das jetzt sogar machen. Da wir jetzt hier gerade erst begonnen haben, wir wechseln mal kurz auf den Reichtum. Ja. Und werden uns das hier oben holen, weil das ist so ein tolles Teil. Wenn du ein bisschen so Druckmittel hast, dann kannst du wenigstens das Druckmittel einsetzen. Wir können ja nicht die Vasallenbande ändern. Wir sind ja nicht feudal. Und wir bräuchten irgendwas, wenn wir Druckmittel haben, dass wir hier entsprechend dann auch noch das irgendwie ausnutzen können. So, der Hans hat mal wieder bekehrt. Wenn der Hans stirbt, dann wird er uns definitiv sehr fehlen, Leute. Er wird mir sehr, sehr fehlen, der Hans. Es bricht mir jetzt schon das Herz. Man kann ihm nur Gesundheit wünschen. Oh, guckt euch mal das hier an. Gesunder Körper, gesund. Schwerpunkt auf Medizin, eiserne Konstitution und nur ein bisschen unterernährt. Wahnsinn, oder? Der Hans, der wird 100. Der Hans, der kann's. Hier oben, das ist ein Burg. Das ist noch der Bayer, genau. Von vorgestern. Der sehr sauer auf uns war, als er an den Hof geholt worden ist, aber mittlerweile sich richtig gut gemausert hat. Aber sowas von gemausert. So, er belagert hier unten zurück. Ja, vielleicht belagern wir schneller hier oben. In der Regel wird das schon so sein. Janma, 1982, Dankeschön fürs Folgen und willkommen. Die Animation jetzt hier, dass die Leute immer auf ihre Schilde klopfen, ist ein bisschen zu häufig, finde ich. Das klopft die ganze Zeit jetzt so. Oh, da kommen nochmal 2700.
Aquitanien. Muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Aber wenn wir schneller belagern, sind wir gleich durch. Gleich hat er die 100% jetzt. Und wir haben Kriegsbeteiligung 100%. Wir verziehen uns nach Hause. Oh, die kämpfen sogar gegeneinander jetzt. Nee. Wir haben bekommen. Guckt euch das an. Ich bekomme 75 Prestigepunkte. Das ist ja ein Witz. Für die ganze Arbeit, was wir gemacht haben, oder? Alleine hätte er es wahrscheinlich gar nicht geschafft. Also 75 ist schon echt ein Witz. Ich hätte jetzt so mit 100, 150 hätte ich schon gerechnet. Das ist natürlich, na gut. Wir machen ein Festmahl. Kostet uns auch nochmal 200 Gold. Wir brauchen Prestige. Ich will jetzt nicht nochmal anfangen mit einer Grafschaft oder so. Ich will endlich mal um Herzogtümer Krieg führen. Scheich Mundir wird unser Freund. Direkter Vasall mit einem Titel. Okay. Und wir werden erneut in den Krieg gerufen. Von ihm hier unten. Also da gehe ich aber jetzt nicht mehr runter, Leute. Das kann der alleine machen. Haben wir eigentlich jetzt noch hier... Ja, wir haben immer noch die zwei. Er hat immer noch nicht geheiratet. Oh, und wir haben jetzt ein kleines Mädchen. Aber gut, die, wenn dann an die Macht kommt, vorausgesetzt, sie überlebt die nächsten 13 Jahre, dann sollte sie ja auch einigermaßen gut heiraten und Kinder kriegen. So, 150 Prestigepunkte. Wir nähern uns langsam an. Vielleicht sollten wir doch noch ganz kurz Krieg führen. So einen ganz klitzekleinen Krieg. Einfach weil wir es können. So, wir lassen ihn erstmal hier drüben belagern, das ist okay. Verbündeter ist noch beigetreten. Bis dann, Vagrant. Und ich schnapp mir meine leckeren Trauben, während wir hier... Oh, da kommt noch mal jemand. Hat er schon wieder der Hans bekehrt, eine Provinz nach der anderen. Wahnsinn. Vielleicht schafft er sogar noch, das ist das die letzte? Der Hans schafft es vielleicht sogar noch, naja, das wird er wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ne, dass er quasi alle Provinzen bekehrt hat, vor seinem Tod. Das ist das Ziel vom Hans, das er hat. So, wir gehen gleich mal hier rüber. Vielleicht können wir ihn wegsprengen. Wir werden euch auch rüberschicken. Habe ich eine Mücke wieder? Ne, keine Mücke. Ah, vielleicht doch eine Mücke. Moment. Oh, fuck. Jetzt ist eine Mücke. Nein. Ich habe nämlich das Fenster offen. Natürlich kommen alle rein. Oh, shit. Das wird wieder eine tolle Nacht. Okay, kurz mal unterbrechen, Leute. Ich muss mal kurz auf Mückenjagd gehen. Ich hätte die Chance gehabt, aber ich war wieder zu langsam.
ist sie weg. Jetzt habe ich sie verschickt. Upp. Na gut. Vielleicht taucht sie nochmal auf. Unser Ratskanzler hat den Waffenstillstand mit Matilda verkürzt. Hier oben. Ah, der sollte eigentlich, unser Ratskanzler sollte ja eigentlich die internen Angelegenheiten aktuell managen. Oh, jetzt kämpfe ich hier vor. Ich wollte eigentlich noch gar nicht kämpfen hier. Eieiei. Wieder nicht aufgepasst, der Tollfuß. So, 93. Vielleicht, wenn wir noch eine Schlacht jetzt schlagen. Vielleicht reicht das dann. Yep. So. Okay, wir haben noch eine Domäne wieder abzugeben. Ich muss mal eben dann gleich das, die Tür zu machen. Ja. Sonst kommen die ganzen Freunde auch noch mit rein. Von der einen Mücke. Und dann wird das heute Abend im Schlafzimmer eine fette, fette Party. Achso, der hält auch die Baronie. Das sind wieder zwei dann, ja. Eigentlich nur wieder die Baronie. Die haben immer zwei dann, ne? Müssen wir beim nächsten Mal aufpassen. So, ich mach mal kurz die Tür zu, bin gleich wieder da.